So, Hallihallöchen, Hans-Peter hier, willkommen zurück zu Let's Play Arafel. Im letzten Part, was bisher geschah. Im letzten Part fanden wir zwei Protagonisten dieser Ruine, sind bei so einer versiegelten Tür einmal außen rum gegangen, durch eine geheime Tür. Der Typ hat sich hier das Bein verdreht und wir mussten ihm jetzt einen Life-Potion machen, beziehungsweise die Dinge dafür finden. Ich habe die Dinge gefunden, die du suchtest. Okay, gib mir nimm ein bisschen von allem und dann schmeiß einfach zusammen. So machst du eine Life-Potion. Oh, wir können craften in dem Spiel. Okay, wir haben noch gar nicht das Menü angeschaut, also ganz klar vom RPG-Maker. Man kann die Leute in eine verschiedene Reihe setzen von der Gruppe. Wait, keine Ahnung. Man kann natürlich den Status überprüfen, die ganzen Werte. Skills kann man anschauen. Wir haben den Power Shot, das Equipment, was ist unsere Ausrüstung? Wir haben halt nichts außer dem Bogen. Und wir können craften. Das ist das Crafting-Menü. So, erstmal ein paar Basics. Items, die grau sind, sind locked. Also nicht verwendbar. Und schau, du musst da erstmal drüber gehen und schauen, wie man so unlocken kann. Items, die rot sind, sind unlocked, aber... sind frei, aber können nicht gecraftet werden, weil du nicht die notwendigen Ressourcen dafür hast. Items in grün können gecraftet werden. Die Effekte werden oben angezeigt und spezielle und einzigartige Effekte sind hier unten angezeigt. Die Ressourcen, also die Sachen, die man braucht, um ein Item zu craften, werden auch angezeigt. Oh, okay. Also oben die Wertveränderung. Ach du Scheiße, können wir hier viel machen. Potions. Ganz unten wird angezeigt, wie man das alles freischalten kann. Stardust, Herb Essence, Crystals. Das sind so die Sachen, die man braucht. Kann sich auch Rüstung machen. Okay. Okay, cool. Dann machen wir mal das Life Potion. Life Potion. Ja. Crafting successful. Wow, das war's. Okay, hier. Hier, ich habe einen Potion für dich. Oh, danke. Gib her. Und sofort geht's den Beinen wieder besser. Alles klar, jetzt kann ich wieder rennen. Es würde schon ein bisschen blöd werden, jetzt so nach Hause zu kommen mit einem gebrochenen Bein. Ich hätte Life Potions mitbringen sollen. Das ist eins der Probleme, wenn man arm ist, ne? Glücklicherweise. Ich dachte, du wurdest schon bezahlt wegen dem Job. Glücklicherweise wird das kein Problem mehr sein, wenn wir den Ring gefunden haben. Alles klar, wir suchen einen Ring. Und das gibt... Okay, er wird erst danach bezahlt. Sollen wir jetzt hier schwimmen? Sieht so aus, als würden wir schwimmen müssen. Glaubst du, dass die schwere Rüstung dich über Wasser halten wird? Ich glaube, wir müssen es rausfinden. Okay, geh zu den glänzenden Teilen im Wasser und dann drück den Action-Button. Er scheint noch zu schwimmen. Können wir Fische fangen? Ach, Mann, oh. Können wir hier... Ja. Hier ist noch so ein Riss. Aber da ist nichts. Sind wir nicht in der Höhle? Warum sehen wir denn das Gewitter? Achso, ja, dramatische Effekte, deswegen. Oh, eine verschlossene Tür. Zum Glück haben wir den Schlüssel. Ah, verdammt. Es sieht aus, als wäre das Tor verschlossen. Siehst du das alte Schloss da? Oh, warte, ich habe einen Schlüssel gefunden, als ich nach den Zutaten gesucht habe. Ah ja, passt der ins Schloss? Ha, lass mal schauen. Es funktioniert. Ja, was für ein Glück. Ich wollte das Teil jetzt nicht aufbrechen. Ja, gib mit deiner schweren Rüstung an. Oh nein! Kämpfe! Wow, es gibt wirklich ein Untergrundschloss. Hier war keiner mehr seit 1000 Jahren. Sieht nach einem guten Ort aus, um einen magischen Ring zu verstecken. Und die Legende nach dem magischen Ring hat sich 1000 Jahre lang übertragen. Cool. Oh, jetzt ist es plötzlich magisch, ne? Hab ich nicht gesagt, dass es magisch ist? Also ich bin sicher, dass hier irgendwas Schlimmes passiert, wenn wir hier unten sind. Okay. Wir können Fledermäuse bekämpfen. Das machen wir mal. Ich will mal schauen, wie stark Adrian ist hier mit seiner Axt. Irgendwie fehlt mir hier die Kampfmusik ein bisschen. Okay, Adrian. Was? Adrian Attack. Ja, komm, greif mal an. Und sie. Power Shot. Weiß nicht, dahin. Piu! Yeah! Adrian? Shit, der braucht noch kurz. Skill. Zyklon? Power Strike.
Komm, wir machen mal einen Power Strike. Oh, bam! Victory! Ich vermisse irgendwie Kampfmusik. Ach, jetzt kriegen wir nur noch 200 EP. Okay. Leben, aber nicht Magie, regeneriert sich ganz langsam außerhalb des Kampfes. Lita wird weiß aufblitzen, wenn die Party komplett geheilt ist. Bedenke, dass es nicht notwendig ist, sich für diese Regeneration zu bewegen. wie es andere Spiele machen. Du kannst stehen bleiben. Okay, wir bleiben stehen. Haben wir überhaupt Leben verloren? Ich bewege mich. Oben gibt es eine Tür. Ach komm, wir fighten uns noch kurz durch. Und... Aber wir waren wahrscheinlich voll, oder? Battle, Adrian, Angriff. Wo ist die coole Kampfmusik? Das ist schon irgendwie traurig. Piu! Adrian, Angriff auf Bett Nummer 2. Ja, ihr... Aua. Ihr macht kaum Schaden. Victory! Wo ist die coole Siegesfanfare beim Sieg? Kann ich nicht... es gibt keine Einstellungen hier. Okay. Fledermaus Nummer 2. Schauen wir mal, was Adrians zweiter Skill ist. Und er hat kein Mana. Okay. Mhm. Piu! Das ist so traurige Musik, Mann. Das ist so traurig. Piu. Victory. Ich tue jetzt einfach so, als wäre das Kampfmusik. Siegreich. Okay, es geht nach rechts oben. Da hat es einen Schalter. Okay. Ah. Guck mal, die Gegner sind respawned. Ach, das war ein magisches Schloss. Seit wann öffnet man magische Schlösser mit einem Schalter? Ja. Na gut. Soll mir egal sein. Wir kriechen uns hier durch. Yeah, eine Tür, die nicht verschlossen ist. Oh, ein Kreuz. Hi. Ist hier ein magischer Ring? Speichern? Okay. Lita Licotta. Point of no return. Bist du sicher, dass du fortfahren willst? Okay. Wow, das ist ziemlich unglaublich. Es gibt hier kaum irgendwelche Tarnung. Glaubst du... Do you think it's Elven? Glaubst du, es ist elfisch? Vielleicht. Ich habe genug um solche Elfenruinen zuvor erkundet. Hart, aber ich habe noch nie so eine wie zuvor gesehen. Sollten hier nicht noch Vampire kommen oder so? Wenn es irgendeinen magischen Ring verstecken soll, würde ich ihn an einen solchen Ort tun. Aber ich sehe keinen Ort, wo es sowas gibt. Aree! Was war das? Adrian! Nita, was passiert? Das ist so schwer zu sehen. Irgendwas hat sich unter meinen Füßen geöffnet. Ah, ich verliere Halt, Adrian, ich werde fallen. Na, hätte ich doch wohl abnehmen sollen. Nimm meine Hand. Und tschüss. Lita, nein! Ist sie jetzt tot? Nee, sie ist nur gefällt. Au. Toll, jetzt kommen wieder Ritas Solo-Adventures. Er kann ja nicht runterjumpen, weil die Rüstung würde ihn einfach nur töten. Ich glaube nicht, dass ich verletzt bin. Ach, so ein 30-Meter-Fall überlebst ohne Schaden, aber der schafft es nicht, hier über einen kleinen Abgrund von einem halben Meter zu springen. Ach, wie weit bin ich gefallen? Ich kann nicht mal das Loch sehen. Wow, die ist tatsächlich... Wow. Hey, Adrian! Adrian! Das ist einfach perfekt. Ich glaube, ich schaue selber, ob es hier einen Weg raus gibt. Ja, toll. Oh, was zur Hölle ist das? Irgendeine Art Barriere? Ich habe schon mal davon gehört. Ich frage mich, ob es einen Weg drumherum gibt. Also wir hätten hier eine Treppe und das war's. Und einen Schalter und ein Skelett. Hä? Achso, hochjumpen. Ein Skelett. Hä? Ich kann es kaum sehen, aber ich glaube, da ist eine Notiz im Boden eingraviert. Ich frage mich, ob ich rausfinden kann, was da steht. Dreh um.
Ja, tolle Idee, Skelett. Danke für... Danke dafür. Okay, dann drehen wir um. Und zwar drehen wir den Schalter um. Es hat sich angehört, als käme es von draußen. War bestimmt nicht die Barriere. Die Barriere ist weg. 1A-Rätsel. Wasser. Können wir schwimmen? Nö. Können wir... Huch, der Geist schon wieder. Hi, bist du eine Elfin? Ist das die Geisterfrau schon wieder? Hi. Kannst du mir helfen? Ich bin runtergefallen. Ich weiß nicht, wie ich rauskomme. Ah, danke für die Hilfe. Ich werde es nie vergessen. Gleich mal hinterher rennen. Es geht nicht weiter. Wir müssen schwimmen. Und raus. Okay. Ein Kristall? Können wir den mitnehmen? Nö. Es geht nach unten und es geht nach rechts. Toll, jetzt kommen wir hier in Untergrundruinen und so. Und der Lichteinfall ist bei dem ganzen Bild immer gleich. Ein Pool? Oh ja, ein Amethyst gefunden. Cool. Hui. Hallo? Okay, dann springen wir hier rüber. Na, nach rechts ist nichts. Komm, wir schleichen uns durch. Hallo? Ist hier jemand? Nochmal eine Tür. Da ist der Ring. Hä? Ist ein kleiner Ring. Könnte das sein, was Adrian gesucht hat? Ich frage mich, ob ich ihn nehmen sollte. Oh nö, lass mal. Okay, ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Wie immer. Hä? Soll ich es nehmen? Alles klar. Ich muss gar nicht speichern. Das heißt, es kann nicht gefährlich sein. So viel Aufwand für dieses kleine dumme Ding. Es ist aber irgendwie schön, glaube ich. Oh yeah, wir haben ihn gestreichelt und... Oh! Was passiert denn jetzt? Was auch immer dieser Sound ist, es fängt an, mich zu beunruhigen. Oh. Nochmal ein Geheimgang. Eine weitere Geheimtür öffnet sich ganz verdächtigerweise, nachdem ich den Ring genommen habe. Ich glaube, es gibt eh keinen Weg, wo ich sonst noch hingehen soll. Okay. Was sind wohl die Fähigkeiten des Rings? Kann man überall geheime Orte entdecken? Ah, das wäre ja mega OP. Kann man denn zum größten Schatzsammler aller Zeiten werden? Oh, ein Loch. Okay. Das ist ein ziemlich tiefes Loch. Soll ich da runterklettern? Nein, spring! Sie springt tatsächlich. Wow. Wieder am Anfang? Was? Och nö, nicht schon wieder. Ich dachte, ich komme hier irgendwie raus. Oh Mann, jetzt werde ich hier drin sterben, oder? Erstmal umfallen. Ich bin erschöpft. Ich glaube, ich schaue morgen dann nach einem weiteren... Jetzt werden wir bestimmt vom Geist heimgesucht. Red doch mal. Am nächsten Morgen. Oh. Hi. Scheint, als ob es dem Mädchen gut geht. Ein paar Kratzer und Schürfwunden. Aber ich glaube, sie braucht einfach nur einen guten Schluck Wasser. Sie schläft nur. Und ziemlich laut, möchte ich anmerken. Ich sehe, nun... Du hast meine größte Aufmerksamkeit, dass du meine Tochter gerettet hast. Ich glaube, ich gebe dir eine Belohnung. Oh nein, der hat einfach unsere Eltern geholt, der Arsch. Was, Zwerg? Das ist aber nicht das Bild vom Zwerg da. Sollte man vielleicht überarbeiten? Ach, jetzt... don't trouble yourself with that. Okay. Oh Gott. Mach dir nicht zu viele Sorgen, deswegen... vielleicht willst du deiner Tochter einfach sagen, dass sie vorsichtiger sein soll. Ja, ich werde schauen, was sie... was gut für sie ist. Miss Licotta, es tut mir wirklich leid, was passiert ist. Oh ja, das wird sie noch tun. Also jetzt halt die Fresse und bleib weg von meiner Tochter. haben wir das verstanden? Ja, okay. Ja, Sir. Also dann, lass sie nach Hause bringen. Du bist von Aloria. Remor. Ich nehme ich an. Was, der Typ hat die einfach begleitet, obwohl die nicht kennen?
Also ich habe einen Waggon voller Goodies. Und ich will da zum Markt. Ich kann sie mitnehmen. Nee, ich reise mit euch. Tu das Mädchen einfach auf den Rücken von meinem Wagen. Lass sie schlafen mit den... Lass sie ein bisschen mit den vegetarischen Sachen schlafen. Ach, da bin ich doppelt in deiner Schuld, Raymond. Danke. Ah, ich habe ein Gefühl, dass das bald wieder bezahlt wird. Das Mädchen schuldet mir einen Gefallen. Lass es dabei. Komm schon, ich will jetzt nach Aloria, während der morgen noch jung ist. Haben wir den Ring noch bei uns? Oder hat ihn die Geisterlady zurückgeklaut? Grafik von RefMap, Melissa Sanders und Vato 5576. Musik von Louis Heaney und Michael Donner und Zeug. Also, du bist ein Abenteurer, hä, Junge? Ich denke, so könnte man sagen. Das Wesen da oben sieht cool aus. Ist das, wie du deinen Lebensunterhalt bezahlst? Gefährliche Arbeit? Du weißt nie, was für böse Dinge du im Dunkeln lauern. Ja, also kämpfen ist nur so, ich... Was? Kämpfen ist das Einzige, wo ich gut bin. Also, entweder das oder eine Wache beim Atana-Schloss zu sein. Aber Ruinen sind interessanter und deswegen... Irgendjemand muss sich ja den bösen Sachen stellen, oder? Ah, ja. Junge, ich denke schon. Es gibt keinen Grund, dass dieser Someone, also dass dieser jemand mein kleines Mädchen sein soll, muss. Ja, ja, du bist ein besorgter Vater, aber die Kleine will ausziehen, die will Sachen erleben. Das ist frei. Ich gehe mal davon aus, dass Arafel ein Ort in der Luft ist. Wir sind fast in Aloria. Ist dieses Mädchen immer noch am Schlafen? Naja, sie ist es. Sie muss ziemlich erschöpft sein, da diese drei Sachen zu sammeln und dann über zwei Klüfte zu springen. Also sie ist so erschöpft, dass nicht mal diese holprige Fahrt sie aufweckt. Oh ja, sogar ein, genau wie es bei dir ein Abend voller Spiele ist. War hier nicht eine Bogenschütz-Competition heute? Ich hörte, das Mädchen würde da mitmachen. Warum heißt sie einmal Dwarf und einmal ist es die Mom? Tut sie. Wenn sie sich selbst aus dem Bett ziehen kann, um da mitzumachen und ich entscheide, ob ich's erlaube nach all diesem Nonsens. Vielen Dank an Lita Castellanos, Michelle Hornberg, Sarah Rocky, Joey Frost Peters, Digika und Easy RPG. Ja, also hier sind wir. Und nicht zu spät am Morgen auch. Sieht so aus, als ob eure Tochter da durchschläft. Ohne deine Hilfe wäre sie immer noch gefangen gewesen. Ich danke dir immer noch, Rumor. Ja. Ich bin froh, dass ich helfen konnte, Fremder. Okay, ich will diese Vegetables zum Markt bringen, bevor noch mehr Leute drauf schlafen. Hilf mir, Lita reinzubringen und dann verlass mein Haus, okay? Ja, Sir. Also los. Und wenn du... Was? I don't think you should go too rough on your daughter. Also irgendwie stimmt der Text von den gesprochenen Personen nicht ganz ein. Eigentlich sollte das Adrian sagen. Also, los geht's. Und wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich glaube, sie sollten nicht so hart zu ihrer Tochter sein. Es gibt eine Menge in dieser Welt zu sehen. Es ist schwer, da zu widerstehen. Okay, dann. Also, auf zum Bazaar. Text und Typen sind noch ein bisschen vertauscht. Kapitel 1. Oh, es gibt Kapitel. Kapitel 1, der Glockenschlag. Oh, scheiße, Mann. Meine Fernkampf-Competition. Ach, schon wieder morgen? Ich hasse diese hässliche Glocke. Hä? Moment mal, Glocke? Moment, wo bin ich? Zurück zu Hause? Was? War das alles nur ein Traum? Erstmal instant in die Schuhe gesprungen. Oh, hi, Daddy. Ah, ich sehe, du bist wach. Nein, es war kein Traum. Irgendwelche... Zwerge und ich haben euch haben dich aus dem Loch befreit. Oh, guten Morgen, Papa. Hör zu, es tut mir wirklich leid. Ich bin nicht an deinen Entschuldigungen interessiert, Kind. Du hättest verletzt werden können oder sogar gekillt.
oder irgendwo runterspringen können, wo es gefährlich ist. Und ich verliere so langsam die Geduld mit deinem rücksichtslosen Leben. Ich weiß, aber ich war wirklich vorsichtig dieses Mal. Es ist nicht meine Schuld, dass eine Falltür sich unter meinen Füßen geöffnet hat. Der Schatz, nach dem wir gesucht haben, ist wirklich wichtig. Also, wichtig, Schatz? Und das ist Grund genug, dich in solche Gefahr zu begeben? Wieder? Was würde deine Mutter tun, wenn wir dich verloren hätten? Hast du jemals darüber nachgedacht? Was hätte ich getan? Dein Bruder, deine Freunde. All dieser Nonsens, nur um irgendwelche verdammten Trinkets zu finden, die du nicht mal schaffst zu lokalisieren. Und diesen Morgen an den Archery-Contest, du hättest dich letzte Nacht ausruhen sollen und heute üben sollen. Ich hatte vor, dich auf meine erste Jagd nach der Competition mitzunehmen, als eine Belohnung für all deine harte Arbeit. Also, das kannst du jetzt vergessen, du Arsch. Ich habe die Hälfte meines Verstandes verloren, um dich to bar you from the competition. Und ich habe dich da ausgeschrieben. Papa, nein, ach komm schon. Ich wollte da schon immer mitmachen, ey. Ha, du hättest das davor denken sollen, bevor du nach Sevara... Bevor ich nach Sevara gezogen wurde. In dem Dunkel der Nacht, um dich da aus dem Loch zu holen. Das war ein Unfall. Du warst ein Unfall. Es ist immer ein verdammter Unfall mit dir. Hey, es tut mir leid. Ich bin halt da reingefallen und es tut mir nicht leid, dass ich... Ich wollte da nicht gefangen sein. Ich wollte nicht den Rest meines Lebens damit verschwenden, Äpfel zu pflücken und Hühner zu füttern. Oh Gott, du klingst wie deine Mom. Hä, was war's? Nichts, Schatz. Oh. Oh, dieser Mann ist unmöglich. Okay. Komm runter, Lisa. Er ist ein Idiot, aber nicht... Er hat schon Gründe. Ich bin in Ärger geraten und ja, ich sollte Papa finden und mich entschuldigen. Ja, safe, ja. Dann würde ich sagen, das war's für den Part. Wie es weitergeht bei der Entschuldigung, sehen wir im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.